Große Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir beugt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit. So bleibst du in Ewigkeit. Die frohe Botschaft, dass alle sich vor den Herrn Jesus Christus beugt, als die Zeit sich erfüllt hat. So war es auch schon bei der Geburt Jesu Christi gewesen, wo niemand mit gerechnet hat. Da war er plötzlich da. Nicht zu spät und nicht zu früh, sondern genau richtig. Ja, so wird es auch sein, wenn der Herr Jesus Christus zum zweiten Mal kommt. Wenn wenige mitrechnen, viele denken, ah ja, der hätte schon lange kommen sollen. Manche sagen, das kann noch 200 Jahre dauern. Aber es wird auch wieder so sein, wo die Zeit sich erfüllt. Und da dürfen wir erkennen, dass die Hilfe von Gott nie zu spät kommt. Anhand von Israel können wir erkennen, den Uhrzeiger der Weltenuhr. Wir hatten ja den Vortrag gehabt mit Dieter Weidensdörfer.